Ja, hallo und willkommen zum nun letzten Replay für diesen Abend. Das war unser drittes Spiel. Und ja, wir haben versucht, die Maps immer ein bisschen abzuwechseln, wir alle Maps mal so ein bisschen sehen. Ich habe immer noch mein Panzerdeck. Und ich habe jetzt leider den Namen nicht, aber das ist auf jeden Fall die dritte Map im Bunde. Und wir schauen mal, wie es hier laufen wird. Ich bin übrigens sehr zufrieden mit, also ihr könnt ja mal schreiben, wie es bei euch ist, aber ich habe ja die Aufnahmen, Probeaufnahmen gemacht, mir angeguckt. Also ich glaube wirklich, dass ich jetzt Geld in die Hand genommen habe, ein bisschen mehr als mir lieb wäre für den PC zwar, aber es hat sich, glaube ich, gelohnt. Ne? Ich habe jetzt die höchsten Grafik-Settings und kann während der Aufnahme rumzoomen und drehen, wie ich will, ohne dass es hängen bleibt, stottert oder irgendwas. Selbst bei Wargame hätte ich ja ab und an mal Probleme gehabt, hätte ich so schnell gedreht. Und hier ist ja richtig krass was unterwegs. Also ihr könnt ja mal sagen, was euer Eindruck ist von der Performance. Aber ich glaube, also ich brauche jetzt auch keine neue Grafikkarte so noch kaufen. Ne? Ich habe nur einen PC aufgerüstet, nicht die Grafikkarte, weil die eh schon teuer war. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt wirklich super, super butterweich läuft. Also, aber ihr könnt ja mal beischreiben, ob Ton und Bild und so alles stimmt, ob ich da noch was anpassen muss. Oder ob ihr ein paar Stotter gesehen habt vielleicht. In meinen Probeaufnahmen, wie gesagt, war nichts gewesen. So, jetzt geht's los. Mutter Strelski, genau. Bei der Mutter Strelski war ich irritiert, weil die heißen Mutter Strelski BMP, aber sie kommen ja nicht in dem BMP-Fahrzeug oder so. Von da, das soll irgendwas anderes heißen, BMP. Weil ich im Spiel gefragt habe, meinte jemand, das ist der Transporter von denen, ist er aber nicht. Und es hat mich auch gewundert, weil normalerweise steht in der Klammer das Waffensystem dran, was sie mit haben. Das ist das zumindest bei der NATO hier unten. So, machen wir erstmal hier schnell. Aufbau dauert immer sehr lange hier. Und es hat halt viele Features. Ne? Ihr könnt Kampfgruppen bilden, ihr könnt die Steuerung machen, könnt sagen, wo die ausladen sollen im Aufbau. Also alles das, was wirklich bei Steel Division mal zur Abwechslung gut war, ist da drin in der Stelle. Ich habe jetzt, ich weiß noch, wie ich hier eine Option war, deswegen blinkt das jetzt gleich ein paar Mal und Sachen umgestellt habe. So, mein Ansatz war, dass ich alleine eigentlich in der Mitte bin. Tatsächlich war der Peter nachher zu mir gekommen, das hat mich ein bisschen überrascht. Aber ich wollte in die Mitte gehen, weil ich immer noch mein Panzerdeck habe. Und dachte mir halt, ich bringe halt überall die Seiten irgendwie so die Infanteristen, zusätzlich noch Scouts. Ja, Scouts gucken vom Busch aus, die Infanteristen machen Kontaktscout und die Panzer geben dann von hinten den Feuersupport. Und dann rücke ich kontinuierlich vor mit überlegenem Gameplay, so war der Gedanke. Ob das klappt, ist eine andere Frage. Aber das war auf jeden Fall die Idee, ne? Weil das ja ein hübsches Panzergelände eigentlich ist. Ne? Da könnt ihr nicht so viel verkehrt machen. Und wenn dann wirklich so Infanteristen in so einem Haus sind, puste ich das Haus mit dem Panzer weg. Und dann kommen nur geht schon los. Und dann kommen halt nur die Büsche in Frage hier, so Wälder und so in den Rand, um rauszuschießen. Und wenn ich dann gute Scouts habe, decke ich die auf und tue die auch mit dem Panzer wegpusten. So, genau. Scout-Helikopter habe ich gebracht. Hier weiß ich noch, bei dem Scout-Helikopter war das so, das Gelacke kommt über so ein Spiel, das kommt nicht über den PC. Der hat eine Gatling-Gun. Und da hinten habe ich gerade eben für eine Sekunde einen gegnerischen Scout aufgedeckt, da unten. Und den Urz. Und ich dachte, mit der Gatling-Gun könnte ich ihn halt töten vielleicht, ne? Eigentlich sollte man mit dem Scout nicht in den Angriff gehen. Aber das war ja auch nur ein Scout und der ist nicht bewaffnet, war meine Idee. Ob das so ist, ist eine andere Sache wieder. So, da kommt nämlich jetzt unglücklicherweise ein Urz mit dem Igler. Und Igler sind Luftabwehr. Jetzt hätte ich die Wahl gehabt, wegzufliegen, aber ihr fliegt halt nicht von der Igla da vorne, hätte mich noch erwischt. Ich habe gesagt, wenn ich überleben will, dann müssen die beiden Iglas da am Boden, dann müssen die sterben. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die getötet habe. Ich habe eine Salve rausbekommen und hier sind noch Löcher im Boden, aber ist der gestorben? Ich glaube nicht. Er hat es überlebt, leider. Das war ein bisschen schade. Aber hätte ich halt immer so zwei Mann sehen, hätte die Salve gut getroffen, dann hätte mein Hubschrauber wahrscheinlich überlebt. So, nichtsdestotrotz, hier ist meine Armee. Also wie gesagt, ich habe Chaparrels reingebracht, ne? Hier der Bradley-Panzer, hier die normalen Panzer und dann die Infanteristen an den Seiten und jetzt rücke ich halt weiter vor. Ja, die Gebäudekomplexe werden jetzt von den Engineers geclearet. Der Panzer ist jetzt ein bisschen zu lebensmüde, aber also ich habe ja eigentlich eben gesehen, was da war. Da ist ja keiner Vollspeed hier reingegangen. Die können eigentlich keine Infanteristen sein, habe ich mir gesagt an der Stelle. Das ist nicht möglich, sonst hättet ihr das eben gespottet, unser totes Scout. Und von da wollte ich jetzt ja schnell einnehmen, wenn ich rausschieße, falls noch jemand kommt. Ich will halt den Bradley-Panzer, will ich halt hier in die Kanten bringen, um zu gucken, ob hier irgendwo Fahrzeuge stehen oder Scouts. Und dann können wir eine Panzer, die ausschalten. Der Bradley ist halt einfach der Scout, ne? Und da ist er hier. Very good optics. Muss ein bisschen aufpassen, wenn das so macht, weil es ein bisschen Röhre ist. Ich habe rechts einen hingebracht und eigentlich wollte ich links auch noch welche hinbringen. Aber da habe ich ein bisschen gepennt, ist wieder eine Einkommensfrage gewesen. So, mit dicken Panzer aufteilen, weil beim letzten Mal, also wenn ein Bomber kommt, sind die tot. Fertig, ja. Wir überlegen noch, ob HE-Bomben das auch machen. Wir hatten den Eindruck, ja, aber ich könnte es nicht beschwören. Aber wenn ein Clusterbomber kommt und beide Abrams sterben, ist das Spiel halt durch für mich an der Front. Von da habe ich die lieber links-rechts aufgeteilt, auch wenn ich dann keinen Focus Fire habe, falls ein Panzer auftaucht.
So, die Chaparelle. Hat Hubschrauber gesichtet. Das wird eine Einstellungsfrage, ob die schießen mag, die Chaparelle. Ich habe es ja, glaube ich, jetzt inzwischen richtig eingestellt, weil das ja ein leerer Transporter, glaube ich, ist. Das sieht so aus, wie die Rauch ein bisschen macht. Dann müsste gleich das durch und durch gefahren. Das eine Fenster rein, das andere raus. Ja, und hält er natürlich aus, die erste Rakete. Die zweite kommt auch. Und jetzt ist fast leer. Sie hat noch eine Rakete, die kommen mit 4 Stück, habe ich gemerkt. Das ist ein bisschen wenig. So, da war ein BU. Der ist tot. Der hat halt rausgeguckt und hat sich halt gegen zwei Abrams der teuren Sorte gestellt. Ja, und das war natürlich sein Tod. Das ist einfach zu viel Firepower gewesen. Ist die Frage jetzt, ob der auch so gefeuert hätte, weil ich rauskam, oder ob der Badly den aufgedeckt hat, das könnt ihr euch nicht mehr sagen. Aber genau so hatte ich mir das ungefähr vorgestellt. Da ist eine Igler. Auch aufgedeckt. Wahrscheinlich, weil der mit der AK schießt. Der hätte die AK ausmachen müssen, weil der hat sich selber aufgedeckt, dadurch, dass er auf den Ingenieur geschossen hat. Und deswegen stirbt er jetzt hier durch die Geschütze. Und jetzt haben wir eigentlich schon, ne, Hubschrauber weggemacht, das alles weggemacht. Jetzt auch irgendwie sein... Ach, ich habe einen Konvent, glaube ich, reingebracht. Oder seiner ist gestorben. Nee, ich habe ihn reingebracht, sonst wäre er rot gewesen. Das ist hier so ein dreckiger Gru, ja, der wieder alleine die ganze Front hält, aber er hat nur noch einen Mann. Also dann da müsste der Ingenieur das schaffen. Ich habe den jetzt mal angeklickt. Wenn er den nicht anklickt, dann geht er nicht näher ran. Ich will, dass er näher rangeht, weil er einen Satchel hat. Ich habe das Gefühl, wenn er die ins Haus legt, dass das Haus danach weg sein könnte. Aber genau, Destroy. Da gibt es sogar eine Meldung. Habe ich dem Spiel gar nicht aufgefallen, dass da ein Dings für gibt, wenn er was sagt, eine Sicherheit. Das ist natürlich hilfreich. Hier kommt mein Flankenschutz jetzt inzwischen. Ja, da war wieder so ein Panzer, der gedacht hat, der kommt jetzt einfach raus. Also das ist der helle Wahnsinn. Ist unsicher. Er wusste ja, dass ich da zwei dicke Panzer habe. Also ich weiß nicht, was er sich dabei denkt. Er hat jetzt zwei Schüsse eingesteckt, aber er hat es anscheinend überlebt, aber ich denke mal, dass er in keinem guten Zustand mehr ist. Also der muss wissen, dass da zwei Abrams sind und noch schlimmer, da ist halt auch ein Bradley-Panzer. Der fährt jetzt an die Kante, um zu gucken, ob ich irgendwas aufdecke. Hier oben, der deckt auch alles auf. Also in deiner rausguckt, ist er tot. Wenn ich da stehe und da irgendwas steht, sind die auch alle tot. Da habe ich jetzt was aufgedeckt zum Beispiel. Gut, der lebt wieder, ist weggefahren wohl. Auch nur ein leerer Transporter. Aber so wie die Scout-Lage hier ist, ist nicht gut für den Gegner. Ich bräuchte hier vorne noch einen Scout-Infanteristen, da habe ich gepennt, weil dann hätte ich eventuell den Panzer früher aufgedeckt. Und was ist, eine Rakete in den Boden gefeuert? Ich glaube, da war ein Flankenangriff, da brennt es auch so ein bisschen. Deswegen ist es ganz gut, einen Flankenschutz zu haben. Also da ist irgendwas kaputt gegangen. Da ist der Mutter Strelski. Aber der Bradley hier, ne? Feuersupport. Wieder mit der... Also es ist halt die Bushmaster. Ich habe die anders in Erinnerung. Also die Bushmaster hat sich im Wargame eher wie so eine richtig schnell feuernde Kanone angefühlt. Jetzt wirkt die eher wie so eine Kanone, die vorne beim Zerstörer drauf ist. So Mini-Granatwerfer. Aber in dem Fall ist sie richtig gut, wenn ihr euch den Feuer mal da anguckt. Also das ist halt Feuersupport über die halbe Map, ja? Also die Bushmaster löscht jetzt den Mutter Strelski über Longrange aus. Ich glaube nicht, dass der gegen Mutter Strelski gewonnen hätte alleine. Also ich hätte da hinten auch irgendwie gerade eine MG gehabt. Also ich bin auf jeden Fall super, super zufrieden mit dem Teil. In Wargamer Dragon war es wirklich keine gute Einheit, aber er ist gerade gestorben, oder? Er brennt nämlich. Irgendwo hier stand einer, den abgeknallt hat. Okay, aber es ist eine gute Einheit. Er fragt mich mal, woran er jetzt gestorben ist. Also die sind auch hier überall um mich drumherum in den Büschen, ne? Ich mache es extra nicht an, um mich zu spoilern, aber wir sind umzingelt. So, Hubschrauber wieder. Der Scout-Hubschrauber hat wahrscheinlich den jetzt aufgedeckt, dann hat irgendjemand geschossen, der in Reichweite war. Und ich habe jetzt leider meine viele Rakete verfeuert. Ich müsste jetzt den anderen ranziehen. Also die Munde von den Chaparrels ist schlecht. Schuss. Das ist ein U. Das ist ein neuer. Ne, der eine eben war ja tot und dann war da ein T-64, glaube ich. Ja, und der gewinnt gerade sehr hart den Kampf. Und deswegen fahre ich jetzt auch raus. Ich hätte mir gewünscht, dass der... Ich hätte früher rausgemusst, dass er jetzt einfach gesmoked hätte. Ich habe den Shortkey für Smokes noch nicht. Also ich habe eingestellt, dass die automatisch smoken sollen. Aber da hätte ich wahrscheinlich... Also ich denke, mit dem Smoke-Shortkey wäre ich schneller... Hätte ich den letzten Schuss vielleicht nicht mehr abbekommen. Also das muss ich auf jeden Fall üben. So, Clusterbomber kommt. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ich fliege... Ich fliege einfach mal mit. Ich habe jetzt Infanterie geholt, ich hatte die Schnauze voll von den Büschen. Dicken Panzer jetzt verloren und ich sehe meinen, ach, der ist noch am Traveln. Ne, ich wollte die jetzt einfach, die haben halt ATGMs mit den Dragon, nicht super geile,
Also diese Schadensberechnung ist noch nicht so ganz klar. Und die wollte ich jetzt gleichmäßig überall verteilen, weil das war der Überraschungsangriff, ne? Genau, ich wollte jetzt hier auf dem Dings mitfliegen. Also der fliegt jetzt auf den T-80U. Bombe. Clusterbombe. Da war der große Knall. Ich habe dann auch im Spiel nachgeguckt, ob der da lag, und das war der T-80U. Ich habe ihn nämlich erwischt. Und da hat sich der Anflug gelohnt. Ich glaube, ich habe meinen Flieger aber verloren dabei. Da ist der T-64 von eben, von dem ich gesprochen habe. Aber ich habe halt einen besseren Abrams hier. Also der hat eigentlich keine Chance. Der ist jetzt wahrscheinlich rausgefahren aus Angst, vermute ich. Aber also eigentlich ist mein Abrams massiv besser. Genau. Massiv besser. Das sah aber jetzt sehr gut aus. Wobei, ist der tot oder war das wieder Smoke? Weil der hat jetzt Autosmoke angemacht. Ich glaube, der ist explodiert. Genau, der ist nämlich gestorben. Da ist wohl das Cockpit weggeflogen in der Turm. Hat aber gleichzeitig noch gesmoked vorher. Hätte meiner das eben gemacht, wäre es besser gewesen. Also wahrscheinlich hat er das manuell angeklickt. Aber es kam trotzdem zu spät. Da ist Mutter Strelski. Ich glaube, der wollte ran, um meinen Panzer zu one-shotten. Wie gesagt, ich bin mir mit dem Schadensmodell nicht sicher. Also er hat jetzt hier 20 Penetration. Hätte der den Frontal ausschalten können oder hätte nur einen Schaden Frontal gemacht? Da war ich mir nicht sicher, deswegen ich immer ein Stück zurückgefahren bin. Ich wollte da kein Risiko eingehen. Da ist noch ein T-64B, V. Und da kommen ein paar Infanteristen. Aber ich glaube, dass das der helle Wahnsinn ist, was er da macht. Die können halt nicht mit den Abrams HA mithalten. Worauf schießt du denn da? Also mein Panzer ist da. Ich schieße mit dem G raus. Das sieht aber nicht so aus, als ob ich das gut micron würde, weil eigentlich müssen wir mit der Hauptkanone auf den schießen. Keine Ahnung, ob ich das nicht mache. Und der fährt jetzt in seinen Tod. Vielleicht war mein Panzer beschädigt und hatte Angst gehabt, ich weiß es nicht mehr. Da ist was im Busch. Treffer. Er ist ein Half-Life. Jetzt zu sagen, wie mein Panzer ist. Ja, mein Panzer ist besser. So, hier kommt gerade eine Flanke von der Seite mit Mutterstrelskis und irgend so ein Transporter, den die da haben. Und da kommen noch Raketen raus. BMP-2, der hat seine Raketenwerfer auf dem Dach. Also die behaken jetzt ganz heftig meine Stellung. Hier habe links hier auch schon ein Abrams stehen, von daher kriegt er jetzt auch Flankenfeuer ab. Zack, ne, tot. Der hätte meine Chaparral sonst jetzt ausgelöscht. Und der Infanterist kommt natürlich jetzt auch nicht da rein, weil ich einen MG auf ihn habe. Also hier ist, ja, hier ist noch nicht alles geklärt. Da kommt der Clusterbomber, das wird wahrscheinlich mein Abrams das Leben kosten. Na, Chaparral. Und erwischt den Clusterbomber. Die Clusterbombe ist hier runtergegangen, die hat jetzt meinen Abrams getötet. Aber sie hat den Preiswerten getötet. Das war ein Fehler, weil er wusste, dass hier ein HA steht. Er hätte den teuren töten müssen, dann hätte er sogar ein bis zwei Chaparrals dazu bekommen. Was er den Preiswerten getötet hat, war ein massiver Fehler von ihm. Das war Käse, mein Freund. Aber höchstwahrscheinlich hat er nicht gewusst, dass im Preisunterschied nicht gewusst, vermute ich es einfach mal. So, da ist wieder so ein Ding, ne, mit allem Möglichen dran. Das ist halt so ein Mini-Panzer, wenn ihr wollt. Und ich habe Mini-Raketen. Und du hast jetzt ein großes Grab. Und dann läuft's noch. Hat dann Treffer ausgesehen. Ich schieße mit seiner dummen Autokanone wieder raus. Jetzt nicht mehr. Sieht schon geil aus, oder? Das war die vom Dragon. Ich habe jetzt Infanterie-Scouts gebracht, weil das war mir doch zu haarig inzwischen geworden. Die sind halt unsichtbarer als Fahrzeug-Scouts in aller Regel. Also, das ist eine Regel, die sind halt unsichtbarer als Fahrzeug-Scouts. So, nachtanken die Dinger, also im Sinne von, ihr könnt leider nicht einstellen, ob die Munition, Treibstoff und so, sondern die machen alles gleichzeitig plus Reparatur. Aber wenn es bei allen so ist, kann man es halt. Gibt es kein übermäßiges Micro, es war wohl Absicht. Sekunde. So, kann weitergehen. Ja, also der Fight läuft noch. Wir haben allerdings 500 zu 60 Punkten und plus 2 Ticken. Das sieht wieder sehr gut für uns aus. Da ist ein T-80UK. Der fährt jetzt da raus. Der hat den wahrscheinlich benutzt, weil also, ne, der kann ja fahren, hat den Sektor trotzdem erobert und da wird sein Commander sein. Aber der hat den wahrscheinlich benutzt hier vorne, weil er einfach keine Panzer mehr hatte und Firepower haben wollte in der Front. Hier ist immer noch mein Abrams. Der Herr Olsen ist das. Der ist von Anfang an da. Sein Buddy ist leider früh gestorben, aber Herr Olsen lebt noch. Ich habe das dann wieder angesagt und da geht wahrscheinlich gleich wieder irgendwas runter, vermute ich. So, hier vorne, die Kameraden sind im Gegensatz zu mir vorgerückt, also die machen dann wohl einen besseren Job.
haben so richtig Druck ausgeübt und sind jetzt hier vor allem auch in der Flanke, wie man sieht hier vorne, also der Kirk. Der ist jetzt hier in der Flanke und kann natürlich hier die Luftabwehr wegräumen, Konkurs und so. Oder sich eine Autokanone einstecken. Ja, aber Kirk flankt gerade meinen Spieler. Also ich habe den wohl gut beschäftigt und jetzt kann er das wegräumen. Auf der rechten Seite sieht das so aus, als ob der aber noch gut dabei ist, der Mann. Also und das ist hier gehackt, ne? Links sehr gut, Mitte Stillstand und rechts noch nicht so ganz vielleicht. So wirkt das im Moment ein bisschen. Da ist eine E-Bomber von der Seite. Also war die für mich die Bombe? Aber ich habe halt zwei nachgeladene Chaparrels. Und einen Igel. Warte, warte. Da ist jetzt auch einer bei. Ich klicke mal darauf. Der schießt jetzt gerade. Der schießt gerade auf meine Igel. Will mal gucken, ob die Rakete trifft. Also die MiG-31M. Sehr selten, dass man die sieht. Die hat eine schlechte Treffergenauigkeit, aber eine super Reichweite. Und daneben. Da kommt die nächste. Er hat, glaube ich, vier Raketen. Auch daneben. Und die Eagle, die tut ein Abwehrding nach dem Countermeasure nach der anderen machen. Und die dritte daneben. Er hat, glaube ich, noch eine. Er hat, glaube ich, noch eine. Und er gibt auch nicht auf. Oh, die hat aber getroffen, Irge. Also, ich stürze ja offensichtlich gerade ab. Also, eine muss getroffen haben von den vieren. Ich habe jetzt nur gesehen, wie drei daneben gegangen sind, könnte ich meinen. Aber eine muss getroffen haben. Und eine sollte eigentlich nicht killen. Vielleicht war es ein Crit. Also, irgendwas muss ich verpasst haben. Ich habe drei daneben fliegen sehen, könnte ich meinen. Und eine sollte keinen Kill machen. Nicht sicher, was ich da verpasst habe gerade. So, der T-80UK, wie gesagt, der letzte, also der kämpft mit allem, was er hat, ne? Das ist wahrscheinlich die Verzweiflung ein bisschen. Jetzt hätten wir gesmoked. Ich glaube, da hat jemand einen Ping gesetzt, deswegen ist das so hell, wenn ich drehe. Also der helle Wahnsinn, ne? Dass die Russen wirklich hingehen und sagen, die packen einfach überall Treibstoff und Panzerung hin. Es ist wohl so, dass die den Treibstoff von, die haben glaube ich drei verschiedene Module oder was der gesagt hat, der eine Analyst, den ich heute gesehen habe, und tot. Dass die den Treibstoff erst von den äußeren ringsherum, was sie mittragen, nehmen, dann von den hinteren Boxen und dann erst den inneren Treibstoff benutzen. Das ändert aber nichts daran, dass das Ding eine fahrende Sprengkapsel ist, ja. Also von daher, also der russische Ansatz. Von der Theorie her, ne, man kann ja nicht sagen, dass die Schrottpanzer haben. Die Doktrin von denen ist ja offensichtlich, habe ich jetzt im Panzermuseum gehört, ist nicht Masse statt Klasse, das kann man so nicht sagen. Das wird überall gesagt, ist aber wohl nicht richtig. Sondern, so wie ich das verstanden habe, ist die Doktrin nicht der Duellpanzer, wie die NATO hat, wo dann eben Panzer gegen Panzer kämpfen soll, wo das Überlebens eines Panzers wichtig ist und der gut sein soll, sondern dass man eben eine lokale Überlegenheit hinbekommt, dass man eben dahingehend gut ist, dass die Panzer schnell, sagen wir, vier gegen einen ranfahren und dann tötet man eben diesen einen guten Panzer und verliert vielleicht zwei dafür. Also lokale Überlegenheit und dafür haben die dann eben auch die guten Werte da überall dran. Und so sind die dann eben auch designt. Also und da ist das einfach nur eine andere Doktrin, als die NATO hat. In dem Spiel merkt man das, glaube ich, kaum bei Wargame. Da fällt das weniger auf. Also hier sind die, glaube ich, schon, also ich weiß nicht, bei dem, aber bei Wargame Dragon waren die schon teilweise vergleichbar, die Fahrzeuge aus den verschiedenen Nationen. Manche hatten halt größere Kanonen bei Red 4 als bei Blue 4. Und da fanden die eben bei der anderen Seite mehr Panzerung, ne? Denke an Challenger 2 zum Beispiel. Aber so richtig aufgefallen ist der Unterschied da nicht, wie er in der Realität ist. So, was läuft sonst noch? Die haben plus 1 jetzt die Gegner, also die haben irgendwie jetzt geschafft, richtig Loot zu langen. Die haben den Sektor jetzt quasi neutralisiert, weil da irgendwo ein Komment ist. Der ist halt auch neutralisiert. Da ist wieder eine E-Bombe unterwegs. Oh, der räumt jetzt richtig auf. Ah, jetzt ist da reingeschmissen, werden die alle gestorben. Da geht auch Artillerie runter. Durch den Berg geht die Artillerie, ist wahrscheinlich nicht ganz so richtig. Da lag noch was. Medic! Der braucht einen Medic, der eine hier. Ich suche ihn gerade, da ist er. Seine Kameraden, der nimmt das ganz gelassen hin, den kratzt das nicht. Aber der braucht einen Medic. War da gerade eine Warning irgendwie? Ah, wir haben jetzt plus 5. Also offensichtlich haben wir gerade das Ding wieder gedreht in Rekordzeit. Frag mich nicht, was da gerade war. Da ist ein ATGM-Flieger. Der geht in den Tiefflug. Haben wir? Das ist irgendwie so ein Schaffpottel, wie die heißen, ne? Also die Su-25 ist ja sowas wie die Thunderbolt.
Die hat halt richtig viele Raketen, aber ich glaube, die ist gerade im I-Wecken. Und kann halt alles Mögliche abknallen im Vorbeiflug. Hubschrauber. Das sind schon Flugakrobaten, oder? So ein Hubschrauber. Und er schießt da zurück. Wenn jemand mit einer Luft-Luft-Rakete auf euch schießt, könnt ihr tatsächlich einfach landen. Das geht auch, ne? Aber dann kriegt er LGM-Raketen ab, weil er die hat. Ja, der hat einfach mal zurückgeballert. Also was immer, da hinten ist noch ein zweiter Heli, was immer hier im Haus ist, ist weg. Also die haben tatsächlich zwei Helis, haben die jetzt einfach das Haus ausgelöscht. So, ja, ist jeden Moment vorbei, wie ihr seht, war dann wieder gewonnen. Also macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, das Spiel. Ich bin im Moment recht zufrieden. Was mich noch stört, ist, dass ihr im Moment nicht mergen könnt. Wenn ihr hier so übereinander seht, das ist ein bisschen unübersichtlich. Das Problem da ist wahrscheinlich, dass die Option, ich kann gerade nicht draufklicken, dieses neue Ding, wo ihr halt die Grafik so machen könnt, dass sie wie bei Wargames so ein bisschen aussieht, dass ihr nicht dumme Symbole habt, die dreifach umsonst sind. Die haben sie halt in den, da wo man mergen kann, die Optionen reingepackt. Und das führt halt dazu, dass die, dass ihr halt das Mergen nicht mehr richtig einstellen könnt. Also da war das wohl eine Ad-Hoc-Lösung, glaube ich. So, der Abrams hier, der Olsen, Mr. Olsen, der hat, glaube ich, seinen Job gemacht. Der hat richtig aufgeräumt. Also zwei schwere Panzer hat er ausgelöscht und den ganzen Kladderadatsch dazu. Also es hat sich hier wohl gelohnt, die Strategie. Aber ich bin nicht so gut vorgerückt, wie ich es mir gewünscht hätte. Ja, also auf jeden Fall ein schönes Spiel. Ich werde sicher die Tage noch ein paar Runden machen. Das Problem derzeit ist halt, dass es keine Mitspieler gibt, ne? Es ist sehr schwer, Spieler zu finden. Von daher meldet euch gerne im Discord, wenn ihr auch mitmachen wollt. Dann machen wir miteinander, gegeneinander. Hauptsache, wir zocken. Geht ja auch nichts Wildes hier. Ist ja einfach nur zum Kennenlernen. Und ja, dann mache ich die Tage noch mal ein paar Spiele, weil es war wirklich ganz nett heute. In dem Sinne, ciao, ciao.